Willkommen bei der 32. Kitzbüheler Alpenrallye. Dieses Klassik-Motorsport-Event zählt seit 32 Jahren zu den größten, renommiertesten und schönsten historischen Automobilveranstaltungen Europas und begeistert Jahr für Jahr die Freunde klassischer Automobile. Aber welche Taktik könnte man bei diesem Rennen anwenden? Viel Spaß, locker angehen lassen die ganze Sache und auf die Uhr gucken. Genau, also wir haben 7 Stoppuhren, 3 GPS, 2 iPads. Ein Hubschrauber, der vor uns herfliegt. Und wir nehmen die Sache wirklich ernst, ja. Absolut. Ja, weil Platz 2 wäre eine Niederlage. Ein gewaltiger Fuhrpark, bestehend aus 170 Oldtimern, 24.000 PS und 44.000 Kubikzentimeter Hubraum, bringt Motorsportbegeisterung in die wunderschönen Kitzbüheler Alpen. Abenteuer, Sport und Luxus. 3 Tage für Liebhaber von Chrom, altem Leder, Benzin und Reifengummi. Entspanntes Gleiten durch malerische Täler inmitten sattgrüner Wiesen. Den Fahrtwind genießen und eins werden mit der Landschaft. All das ist die Kitzbüheler Alpenrallye. Das Wichtigste bei so einer Rallye ist Teamwork. Im Klartext, ohne die Unterstützung des Beifahrers kann man so ein Rennen nicht gewinnen. Aber vielleicht haben Damenteams wettbewerbsentscheidende Vorteile. Die Damen untereinander verstehen sich besser. Gibt es nicht so ein bisschen Stunk? Gibt keinen Stunk, nein. Genau, perfekt. Und man wird überall bestaunt und jeder schreit, hey Mädels, und ist schon klasse. Keiner traut seinem zu im Endeffekt. Ja, und wir wechseln uns ab, genau, und wir sind ein richtiges Team. Genau. Ist es auch befriedigend, wenn man den Männern zeigt, wie es geht? Ja, schon, logisch. Schon. Vor allen Dingen, wenn man sie mal an einem Abschnitt, wo sie nicht dachten, überholen kann, und dann schauen sie einem hinterher, und das ist ganz klasse. Nach anspruchsvollen 570 Kilometern und 3 Tagen auf den Straßen der Kitzbüheler Alpen wird man nun mit einer Zieleinfahrt in die wunderschöne Kitzbüheler Altstadt belohnt. Zahlreiche Zuschauer haben sich zusammengefunden, um die einfahrenden Prachtstücke zu bewundern und möglicherweise den einen oder anderen Schnappschuss zu ergattern. Auch im Ziel angekommen und immer ein Hingucker, der Bentley Blower von 1929, eines der ältesten Autos im Feld. Pflasterstein und Sonnenschein, alter Lack sowie ganz viel Chrom bringen Kitzbühel an diesem Nachmittag zum Glänzen. Die Teilnehmer schätzen nicht nur die schönen Strecken, sondern auch das Ambiente, welches diese Veranstaltung ausmacht. Es war schon fast wie verhext. Jahr für Jahr mussten Georg Memminger und Christoph Wellmann seit 2015 einem anderen Konkurrenten den Vortritt lassen. Der Sieg wollte einfach nicht gelingen. Umso größer ist jetzt die Freude über den ersten vollen Erfolg bei der diesjährigen Alpenrallye. Die Rallye war bis jetzt sehr erfolgreich. War eine super Rallye, tolle Landschaft, eine wirklich gute Strecke, tolle Organisation. Und wenn jetzt das Ergebnis heute Abend noch passt, dann sind wir vollends zufrieden. Die letzten 3 Jahre waren wir immer auf dem 2. Platz und darum hoffen wir dieses Jahr auf dem 1. Platz. Eigentlich muss man nur konstant gut fahren, sich keine großen Patzer erlauben, immer gut konzentriert sein, sich sauber vorbereiten. Naja, und dann ist es eigentlich kein Hexenwerk, aber so ein bisschen Glück gehört immer dazu. Das Rezept vom Sieger Georg Memminger hat beim 5. Versuch endlich funktioniert. 2019 holt er sich den Sieg. Das war es wieder mal mit der 32. Kitzbüheler Alpenrallye. Wir sehen uns wieder 2020.